Alle Welt regt sich über die ständig steigenden Energiepreise auf und auch die fossilen Brennstoffe werden langsam rar auf der Erde. Was liegt also näher, als dass sich die Bürger zusammenschließen, um ihren Strom selber zu produzieren, mit Hilfe der Sonne? Das erste Bürgersolarkraftwerk Magdeburgs nahm kürzlich seinen Betrieb auf. Wir haben die ersten Kilowattstunden auf ihrem Weg ins Netz begleitet. Anfangs war es nur eine Handvoll aktiver und umweltbewusster Magdeburger, die mit viel Engagement dafür sorgten, dass nach monatelangen Vorbereitungen das erste Bürgersolarkraftwerk in Salbke in Betrieb gehen konnte. Inzwischen hat das Kraftwerk viele Unterstützung bis hin zur Stadtverwaltung. Entstanden ist es auf dem Dach der Salbker Grundschule in der Friedhofstraße. Hier wurden in den vergangenen Wochen die Kollektoren montiert. Mitte August sah das Dach noch nackt aus. Ursprünglich sollte das Kraftwerk schon im Frühjahr dieses Jahres in Betrieb gehen. Aber wie das manchmal so ist, gut Ding will Weile haben. Beteiligt am Kraftwerk sind übrigens auch unsere beiden Schüler aus Tansania, die wir Ihnen schon in einer früheren Sendung vorstellten. Aus dem Gewinn wird ihre Ausbildung mitfinanziert. Herr Dahlke, wir haben heute hier das Solarkraftwerk quasi, das erste Bürgerkraftwerk in Magdeburg hier in Betrieb genommen. Strom wird jetzt produziert, wird eingespeist ins Netz der SWM. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen reflektieren, wie hat das mal angefangen, wer hatte die Idee, wer hat sich zusammengefunden, bloß mal so ein bisschen die Geschichte. Also die Idee war eigentlich, ist schon mehrere Jahre alt hier in Magdeburg. Seit ungefähr Anfang 2002 gibt es hier eine Gruppe von Leuten, die in dem Bereich was initiieren wollte. Der Klimawandel ist zurzeit in aller Munde, auch sehr viel in Medien präsent. Und es reicht aber nicht nur darüber zu diskutieren und was die Folgen, sag ich mal, wissenschaftlich aufzuarbeiten, sondern es muss natürlich auch gehandelt werden und gelebte Alternativen auch realisieren letztendlich. Und das war so die Motivation der Gruppe, gemeinschaftlich einfach so ein etwas größeres Projekt, was dann auch ein größeres öffentliches Interesse hervorruft, gemeinsam mit der Stadt, gemeinsam mit vielen Akteuren hier auf lokaler Ebene, regionaler Ebene in Magdeburg, in der Landeshauptstadt zu initiieren. Und die Grundidee war dabei immer auch dieses Thema Umweltpädagogik mit einzubinden. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen also das Projekt auf einer Schule planen, um einfach den der jungen Generation möglichst rechtzeitig, frühzeitig auch das Thema Klimawandel, wo kommt die Energie her, der Strom kommt halt nicht nur aus der Steckdose, sondern sind halt auch immer damit gewisse Folgen verbunden und das einfach auch darzulegen, das war so unser Ansatz. Hat man die Grundschule Salbke deshalb ausgesucht, weil hier auch eine besonders große und nach Süden gerichtete Dachfläche ist? Ja, also das ist auf alle Fälle richtig, dass gewisse Parameter, technische Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Anlage optimal läuft. Das heißt also, dass das Dach nach Süden ausgerichtet sein sollte, unverschattet sein muss, halt auch dann 20 Jahre als Dach möglichst ein- und frei zur Verfügung stehen muss. Und das war am Anfang so der erste Schritt, wo man gemeinsam mit der Stadt, mit dem Umweltamt und mit dem kommunalen Gebäudemanagement geschaut hat, was gibt es überhaupt, was ist zur Verfügung und welche Gebäude können wir dann letztendlich auch nutzen, weil es auch immer dann so eine Abwägung ist, gemeinsam mit dem Denkmalschutz, wo kann man überhaupt solche Anlagen installieren. Wie groß ist die Fläche der Solarreflektoren hier oben eigentlich? Und es ist ja immer so, in der Bevölkerung möchte man ja dann immer wissen, ja, was könnte man damit betreiben? Reicht das für ein kleines Dorf? Reicht das für 3, 4 Haushalte? Kann man da so ein bisschen was drüber sagen? Also es gibt so ein paar Kennzahlen, die man da durchaus anbringen kann. Es ist also eine Fläche von 260 Quadratmetern ungefähr belegt. Die Anlage hat eine Leistung von 28,5 Kilowatt Peak. Das heißt also, wir produzieren, wenn wir den Jahresertrag mal nur sehen, ungefähr um die 28.000 Kilowattstunden, was, wenn man das statistisch mal betrachtet, ungefähr ausreicht für die Versorgung von 10 Haushalten. Doch wie kommt der Strom nun ins Netz? Also wir sind jetzt in dem Hausanschlussraum von der Schule. Bevor wir hier die Solaranlage installiert hatten, war lediglich dieser Hausanschlusskasten da, wo mit einem Erdkabel praktisch der Strom in diesen Kasten kommt. Dann ging das Kabel weiter, ging einfach hier hin und dann in diesen Zählerschrank. Das heißt, hier hat die Schule ihren Zähler, wo also der Stromverbrauch der Schule gemessen wird. Und dazwischen müssen wir jetzt diesen großen Klemmkasten setzen mit Vorsicherungen. Das heißt also, hier kriegt weiter jetzt die Schule ihren Strom über diese Leitung und jetzt geht hier ein Übergang auf unsere Sicherungen und dann dieses Kabel hier in diesen Zählerschrank. Und das ist dieses schöne
dieser schöne Zähler im großen Schrank verpackt. Also hier haben wir noch ein bisschen Platz hier rechts, könnten wir noch Sicherung unterbringen. Das ist jetzt ein elektronischer Zähler. Und es ist kein gerades Zähler, wo man noch eine Scheibe sieht, die sich dreht. Ja? Und hier, wenn hier die rechte Lampe brennt, dann heißt es, der Kunde speist ins EVU-Netz ein. Das ist im Moment der Fall, die steht auf grün. Ja? Und wir hatten heute Morgen hier einen Zählerstand von 8,5, also Jörg ist Zeuge. Und jetzt haben wir 14,2, das heißt also, wir haben knappe 6 Kilowattstunden in der Wartezeit eingespeist, was sehr schön ist. Und jedes Mal, wenn praktisch die Zählerscheibe vorbeikommt, so kann man sich das vorstellen, also 500 Impulse gibt es hier pro Kilowattstunde. Also wenn hier 500 Impulse gekommen sind, dann ist wieder eine Kilowattstunde eingespeist. Ja, und pro Kilowattstunde kriegen wir ja knapp 50 Cent Vergütung netto. Also, und wo ist der Geldautomat? Ja, nicht, da ist hier noch Platz, da können wir also so eine Art Spardose anbringen, ne? Wo dann immer gleich gerechnet wird. Ja? Ja. Also das ist dann unsere Abrechnung mit SWM. Wichtig ist noch, dass wir hier auch links noch ein Zählwerk haben. Sollten wir also aus dem EVU-Netz Strom beziehen, dann wird das hier gemessen. Ja, richtig. Wird aber bei unserer Anlage kaum der Fall sein. Wir haben also sehr schöne Wechselrichter, die nur dann Strom verbrauchen, wenn tatsächlich die Sonne scheint. Ja? Also ich kann mir hier lediglich vorstellen, dass unser Display, was einen ganz kleinen Stromverbrauch hat von ein paar Watt, dass dann da hier ein ganz klein wenig Stromverbrauch auf, aufläuft. Aber das wird minimal. Das ist minimal. Ja, ja. Wer ist denn jetzt alles an diesem Projekt hier beteiligt? Das ist ja eine Gesellschaft, es sind viele Bürger, das heißt ja Bürgerkraftwerk, sind viele Bürger beteiligt. Wie kann man sich dran beteiligen? Also die Beteiligung geht sehr einfach, man meldet sich einfach, wenn man überzeugt davon ist, dass man auch als Bürger, als Privatperson, als Einzelperson auch was bewegen möchte. Das ist ja immer so, was oftmals vorgeschoben wird bei vielen Leuten, dass gesagt wird, ich alleine kann ja nichts bewegen, kann nichts verändern. Und das soll jetzt, sag mal, eine Plattform sein, wo man einfach durch den Zusammenschluss gemeinschaftlich doch auch einen größeren Effekt herbeiführen kann. Und es sieht so aus, dass man sich melden kann, man bekommt die Unterlagen zugesandt und wenn man sich konkret auch finanziell beteiligen möchte, kann man mit 250 Euro einsteigen. Nach oben ist natürlich offen, wobei wir jetzt mittlerweile schon ungefähr 95% des Geldes für diese Anlage zumindest zusammen haben, sodass da irgendwann jetzt auch eine Deadline einfach gesetzt wird, weil die Anlage im Prinzip finanziert ist. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, auch hier sich noch zu beteiligen. Und ansonsten gibt es jetzt darüber hinaus über dieses Projekt schon nächste Überlegungen, wo man also diese Idee einfach nochmal übertragen kann. Wo muss man sich melden? Melden kann man sich im Prinzip, entweder kann man auf die Homepage schauen, die nennt sich www.solar-md.de oder telefonisch unter 0391 400 45645. Und dann Jörg Dahlke oder Herrn Narob verlangen. Wir sind da so die Leute, die Initiatoren, die so ein bisschen auch für den, unter anderem für den für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Und da gibt es noch erheblichen Nachholbedarf. So ist in Bayern bereits 8-mal so viel Solarleistung pro Kopf installiert wie in Sachsen-Anhalt. Als nächstes soll die Sunburger Feuerwoche in Angriff genommen werden.